So, Nachricht 1 von 35. Eine Schlachtaufzeichnung, das ist nicht viel. Und warum ist die Taskleiste da unten? Weg mit dir. Ich sagte, weg mit dir. So, vorwärts. Bomber Equileus hat keinen Treibstoff mehr. Ja, wie schon richtig erwähnt wurde, unsere Bomberschablone bräuchte auf jeden Fall noch ein, zwei Treibstofftransporter. Sonst kriegen die echt nichts gebacken. Die müssen mit überhaupt eins jetzt 42 Jahre dahin fliegen. Ich denke nicht, Tim. Warp 2? 11 Jahre? Nö. Die werden wohl eine ganze Weile durch die Gegend fliegen müssen, solange bis deren Treibstoff etwas sich gefüllt hat. Das füllt sich ja jede Runde um ein, zwei Punkte oder so. Ja, schauen wir mal. Equius 2 hat alle Befehle ausgeführt. Bach ist leer gefegt. Okay, dafür haben sie auch null Treibstoff mehr. Ach, ist doch alles doof. Ja, fliegt mal zum nächstgelegenen Raumhafen. Das müsste hier sein. Mit Hop 1, 94 Jahre. Das müssen wir anders machen. Du Befehle mal auflösen. Und wir schicken einfach den Transporttrupp von hier nach Bach. Da soll er sich dann mit dem Bombertrupp vereinigen und dann hierher zurückfliegen. Und dann müssen wir eh eine neue Schablone für die bauen. Das ist der Equeus, das ist auch Equeus. Also baut Equeus jetzt bitte mal ändern. Noch zwei Treibstofftransporter. Fertigstellung nie. Nur Punkte, die übrig sind, bitte. So, okay. Nächste Nachricht. Nether Region hat große Frachter gebaut. Hat sie das? Wir haben schon einen Transport in der Region. Wofür waren die Transporter jetzt? Und der Angreifer fehlt da auch noch. Ich bin verwirrt. Zwei große Frachter. Sammelt euch mal mit den großen Frachtern und dem Scout. Dann seid ihr drei große Frachter und zwei Scouts. Das habe ich letzte Folge erst gemacht. Ich weiß nur nicht mehr, wofür es war. Also ein Scout würde ich ja verstehen. Da könnte man einen neuen Transportertrupp draus machen. Auch wenn Nether Region keinen braucht. Na gut, die bleiben jetzt erstmal hier und ich muss mich später darum kümmern. Nächste Nachricht. Zwei Scouts gebaut. Ja, Kirk hat keine Aufträge mehr. Was kann Kirk denn noch alles bauen? Alles. Also baust du auch bitte alles. Du baust Autofabriken, 20 Stück mehr. Autobergwerke, 20 Stück mehr. Tech Level 12 in Konstruktion. Wir haben die Errungenschaft des Neutroniums erbracht. 13 deiner Streitkräfte zerstörten ohne eigene Verluste alle feindlichen Flotten. Okay. Deine Flotten haben Beethoven bombardiert und 16.300 Kolonisten getötet. Beethoven hat noch 15.000. Also nächste Runde. Werden die denn da nicht jetzt Verteidigungsanlagen bauen? Was sie ja irgendwie fast immer machen. Also in der ersten Runde können wir sie noch ohne Problem bombardieren und ab der zweiten bauen sie dann Verteidigung. Was ein wenig komisch ist, dass sie nicht von vornherein Verteidigung bauen. Aber na gut. Scurvy wurde bombardiert 25.000 und das sind noch 24.000. Also genau das gleiche wie bei Beethoven. Und Beauregard wurde automatisch auf 80% gebracht. Ja gut, das waren also alle Nachrichten. Gucken wir mal kurz auf die Forschung. Konstruktion, nächste Stufe, also in 4 Jahren haben wir das Stargate und das Schlachtschiff. Das wäre Konstruktion 13. Das hier wäre Konstruktion 14 und die nächste Stufe wäre dann Konstruktion 24. Also es scheint bei jedem Forschungszweig eine Stufe zu geben, wo dann der Sprung recht hoch ist. Also es sind jetzt von 16 auf 24 8 Stufen, die man forschen müsste, ohne dass irgendetwas passiert. Ja, also machen wir jetzt Konstruktion fertig und danach, ich schätze mal Waffen. Ja, aber erstmal jetzt 4 Jahre für diese Stufe und dann wahrscheinlich nochmal 4, 5 Jahre für die letzte, besser vorletzte Stufe. Fertig. Und F9. 39 Nachrichten, zwei Schlachten. Transport Nether Region hat alle Aufträge ausgefüllt. Genau, der ist jetzt da bei dem Transporter.
Müssen wir euch jetzt sammeln oder können wir irgendwie kurzfristig eine Flotte generieren? Ach komm, das dauert ja nicht lange. Du sammelst dich mit denen. So, fliegst jetzt nach Nether Region und meldest dich dann wieder. Weiter. Equeos hat zwei super Treibstofftransporter gebaut. Genau, GoTo. Die teilen wir jetzt mal und schicken einen davon auf Abfangkurs mit dem Bombertrupp. Nächste Runde ist also da und nächste Runde sammeln wir die beiden dann. Die können wir auch schon gleich zusammen sammeln, glaube ich. Mit Flotte vereinigen, genau. Weiter. Wir haben 17 mal Transporter, 2 Langstrecke und 6 mal Asunder Russians. Keiner wurde vollständig vernichtet. Oh, das sind die, die jetzt ewig lange nach Dingens brauchen. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Wusch. Genau, die waren auf dem Weg nach Klein, voll beladen mit Erzen, aber hatten auch keinen Treibstoff mehr. Können wir vielleicht für eine Runde auf Warp 2? Ja, mal gucken. Vielleicht schaffen wir das ja in den 3 Runden nach Klein. Wie schaut es denn Klein eigentlich inzwischen aus? Oh, wir haben hier vergessen, ein Häkchen zu setzen. Das könnte natürlich erklären, warum wir noch nicht so weit sind. Ja, die brauchen noch jede Menge. Fertig. Nächste Nachricht. 13 seiner Streitkräfte zerstörten ohne eigene Verluste eigene Flotten. Sehr schön. Beethoven. Nur 12.000 Kolonisten wurden gebombt. Es sind noch 7.600 über. Scurvy, rund 14.000 gebombt. Sind noch 16.000 ungefähr über. Dauert also doch länger, als ich dachte. Denn ich vergesse immer wieder, dass die Schadenswirkung der Bomben teilweise prozentual sind. Also je mehr Kolonisten da sind, desto mehr Schaden wird auch verursacht. Weiter. Kirk wurde auf 88% geterraformt. Und das war's an Nachrichten. Zoomen wir mal wieder raus. Nur um zu gucken, was da so alles noch rumfliegt. Jede Menge Materiepakete. Soweit okay. Warum sieht der Planet da so anders aus? Oder ist da nur zufällig ein Materiepaket genau gerade auf dem Planeten drauf? Ja, ist es. Okay. Lauter rote Dreiecke, aber alles nur Kleinkram, außer das da. 8 Dragonflies auf dem Weg nach Simple. Ja, die können wir ignorieren. Was haben wir hier? Noch mehr Dragonflies, noch mehr Dragonflies. Die bauen sich ja langsam richtig aus, diese Trizoiden. Okay, müssen wir also auch mal von denen ein bisschen was anbomben. Hier unten nur einer Trupps, wahrscheinlich alles nur Transporter oder größtenteils. Mog, Mog. Was waren Mogs? Mogs haben 4 Raketen und 2 Treibstoff, Quatsch, Transportkisten. Können allgemein noch recht viel Fracht tragen, also ein Allrounder. Okay. Fast nur noch diese Dinger hier. Und da ist noch so ein alter Transporter. Aber ja, nichts Gefährliches. Also, F9. 2 Aufzeichnungen. Was haben wir da? Transport, Nether Region, alle Befehle ausgeführt. Ist jetzt also mit dem Bomber da angekommen. Jetzt hätten wir gerne die Bomber hier raus aus dem Trupp. Wie machen wir das? Teilen? Bomber. 5 Stück. Und eigentlich noch ein Scout, oder? Und ein Angreifer. Teilen, Kreuzer, Angreifer, muss auch noch einer raus. In der Transportschablone waren nämlich, glaube ich, nur 3 Angreifer. Und auch mehr Transporte. Ah, hier kommen die her. Okay. Jetzt habe ich langsam begriffen, was ich hier vorhin gemacht hatte. Also, die Bomber sammeln sich jetzt bitte mit dem einen Angreifer. So. Und das ist dann Bomber EQ Leos. Ah, der fehlt immer noch der Scout. Hier drin sind die Scouts, jedenfalls ein Teil davon. Also euch teilen wir mal. So, die großen Frachter gehören, glaube ich, mit zum Transport Nether Region. Genau, jetzt sind es nämlich erst 5. Hier haben wir jetzt einen Scout, 3 Angreifer, den Treibstofftransporter und die 5 Frachter. Das ist die normale Schablone.
Die müssen mal wieder umbenannt werden. Das ist jetzt Transport Nether Region. Okay. Die Scouts müssen geteilt werden. Dann müssen wir den Bombertrupp auswählen. Den Bombertrupp sammeln mit einem der Scouts. Einem der Scouts. So, ist immer noch Bomber Equius. Jetzt fehlt hier noch der Treibstofftransporter. Und dann müssen wir gucken, was hier noch ist. Minenleger, ihr legt Minen. Ihr müsstet eigentlich auch Minenleger, Minenleger Nether Region heißen. So, was haben wir noch? Wir haben Verteidiger Nether Region, wir haben Minenleger Nether Region, Transporter Nether Region. Der Scouter ist über, warum auch immer. Und du baust bitte noch einmal Super Treibstofftransporter für den Bombertrupp von Equeos. Obwohl, da hatten wir eigentlich schon eingebaut, ne? Ja, und die Bomben müssen jetzt eh voll getankt sein, also können sie auch so nach Hause fliegen. Mit Warp 9 sogar. Sehr gut. Der Trupp hier, doppelklicken. Der Trupp hier kann jetzt mal ein wenig schneller nach Hause fliegen. So, also, der eine Bombertrupp ist jetzt so, wie er sein soll, auf dem Weg nach Hause. Der andere Trupp ist auch nach Hause und wartet dann, dass er sich hier mit dem anderen Transporter vereinigen kann. Dann wird der Trupp auch soweit vollständig. Wir müssten dann auch die anderen Bombertrupps nach und nach mal wieder umstellen. Welche wären das? Ich glaube hier bei Scurvy und Beethoven. Beethoven ist fertig. Beethoven ist unbewohnt. Jo, sehr schön. Der Bombertrupp kann dann zurück nach Wallaby. Der bei Scurvy braucht wohl noch eine Runde. Und Wallaby, du baust bitte zweimal Treibstofftransporter. Nee. Und auch nur übrige Ressourcen. Dann muss das da aber raus entfernen. Bergwerke, bist du inzwischen auch fast fertig? Das heißt, der Befehl kann auch hier größtenteils raus. Bauen wir erstmal noch. Okay, nehmen wir alle raus und machen dann manuell 10 Bergwerke dazu. So. Also produziert momentan nur noch Simple, glaube ich, für die Forschung, was nicht so gut ist. Aber ja, wir müssen halt momentan ein bisschen kleinen Kram managen, das passt schon. Nächste Nachricht. Die gegnerischen Schiffe blieben unbeschädigt. Und die Transporter bei Klein wurden zerstört. Na gut, war abzusehen. Hätte klappen können mit diesem kleinen Treibstufboost, aber sind halt nur Transporter gewesen. Schade um die Erze, aber es passt schon. Dafür haben wir 13 Nies zerstört, ohne eigene Verluste, das ist gut. Beethoven ist leergefegt, Scurvy bald auch. Es sind nur noch 5000 da. Jo. Zusammengefügte Nachrichten und das war's dann für diese Runde. F9. 39 Nachrichten, wieder 2 Schlachtzugsaufzeichnungen, okay. Die Bomber sind immer noch auf dem Weg. Equeos. Bomber. Ihr seid jetzt richtig, ne? Ja, ihr seid richtig. Simple. Hat keine Bomber. Hier, Bomber Wallaby 2. Euch fehlt ein Treibstofftransporter. Sammelt euch doch bitte mal mit dem da. Oh, das sind zu viele. Teilen. Einer weg. So, sehr gut. Dann fliegt ihr jetzt doch bitte mal mit mehr Treibstoff zu dem Planeten da oben hin. Der hat 8000 Nies. Nicht sehr viel, aber wir wollen halt unsere Vordertür ein bisschen frei halten. Weiter. Bomberwallaby hat alle Befehle ausgeführt. Ja, hat auch schon neue Befehle bekommen. Bomberquerus hat alle Befehle ausgeführt. Hat auch schon was Neues. Obwohl, nee, hat nicht was Neues. Wir haben sie nur zusammengestellt. Ah, stimmt, der hat gar nichts zu tun. Dann fliegt doch mal bitte dahin. Weiter. Wallaby hat 2 Treibstofftransporter gebaut. Jo, Wallaby hat nichts mehr zu tun. Dann pumpt doch bitte alles in die Forschung. Makrohart hat nichts mehr zu tun. Das glaube ich doch nicht. Du brauchst nur mehr zu tun. 20 davon mehr. 20 davon mehr. So. Weiter. Wir haben Silent Mule vernichtet. Deine Flotte wurde jedoch beschädigt von einem Transporter. Jungs, Jungs, da müsst ihr noch ein bisschen ausweichen üben. Wir haben 13 Blades zerstört. 13? Wo war das denn? Ach, da unten bei Scurvy, okay.
Ich dachte schon, das wäre der Trupp hier oben gewesen, aber es waren ja nur 8. Und die fliegen sehr langsam auf Simple zu. Flotten haben Scurvy bombardiert. Scurvy ist leer. Verteidiger Scurvy? Nein, wir hätten gerne Bomber. Genau ihr. Ihr müsst zurück nach Wallaby. Und da dann euren einen Treibstofftransporter einsacken. Und danach fliegt ihr dann mal woanders hin. Wo, weiß ich noch nicht. Obwohl ich gerne diesen Bienenhaufen hier ein bisschen anstechen möchte. Das sind mir irgendwie viel zu viele Planeten. Vor allem auch teilweise recht große. 100.000, 80.000, 128.000, 134.000. Jo. Hier können wir reiche Beute machen. Weiter. Beauregard wurde transformiert und das war's für diese Runde. Ja, schön. Dann machen wir nochmal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.